Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir sind hier immer noch auf dem Weg nach Tangaroa. Müssten wir auch wahrscheinlich Mitte, Ende dieser Folge erreichen auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir finden da aber auch ordentlich was an Schrott. Ich muss aber auch den Kupferbarren, den ich jetzt gerade noch im Inventar habe, einlagern und wahrscheinlich ist der echt fertig. Ja, der ist fertig. Haben wir keine Planken mehr im Inventar? Doch, haben wir noch. Und so, dann können wir hier einfach mal alles einlagern, was hingehört. So. Was kann hier rein? Ach, Holz lassen wir erstmal noch so. Könnte ich hiervon aber auch noch was bisschen auf den Grill schmeißen, sage ich jetzt mal. So, und hier brauchen wir jetzt erstmal nichts. Der hier ist noch mit Tonschalen. So. Dann können wir hier auch nochmal die Rüben vom Grill nehmen. Ah, ne. Die wollte. Ja, jetzt ist es zu spät. Mit dem Kochen. Ich frage mich, was daraus wird. Wenn wir viermal Rüben reinmachen, vielleicht auch eine Gemüsesuppe. Und es wird dunkel, dann können wir wahrscheinlich jetzt schlafen gehen. So, ja, können wir. Nice. Ja, so. Und dann habe ich vor, hier vielleicht eine Kommode oder sowas zu bauen. Wo waren die Schränke? Hier. Dafür brauchen wir wieder Schrott. Müsste da hier irgendwo sein. Ein, zwei Kommoden. Ne? Hier hatten wir Schrott. Eins, zwei. Ah! Sind nicht ganz Kommoden. Aber egal, jetzt haben wir zwei davon. Würde hier wahrscheinlich trotzdem gut aussehen. Na, noch ein bisschen. So. Und so. Ja, hat was auf jeden Fall. Moment. Warte mal, das will ich jetzt von oben ansehen. Nee, nicht runterfallen. Alles klar. Eine riesige Kuppel. Kann ich hier einfach so jetzt... Ja. Nein, nicht runterfallen. Okay, bis wir da ankommen, dauert es noch ein bisschen. So, dann müsste hier soweit sein. Dann hier noch drauf. Nötig Tonschale. Schnappen wir uns mal eben ganz schnell eine. Beziehungsweise hier Kupferbarren. Okay, hier brauchen wir nicht. Können wir hier erstmal wieder zurückpacken? Hier nichts. Hier nichts. Ah, wir haben kein Holz mehr auf der Tasche. Okay. Dann würde ich die Farbe auch mal erstmal hier packen. Eine Tonschale. Ja, packen wir mal hier. Warte, bevor wir jetzt. Okay, warte mal. Da werden wir wohl ein bisschen wohl steuern müssen. Irgendwo hinlenken.
Ist das da offen? Warte, hier ist der Lenker. Nee, sieht zu aus. Aber das finde ich jetzt krass. Hier eine Stadt in einer Kuppel. Wahrscheinlich auch im Schwimmen. Dann bin ich jetzt gespannt, wo wir reinkommen. Das, der sieht nämlich zu aus. Ich glaube nicht, dass wir von da reinkommen. Das da sieht aber ja nach einem Eingang aus. Na, wir müssen entgegenlenken nochmal. Nicht, dass wir gegen Tangaroa hier jetzt knallen. Ja, aber das ist der Eingang. Okay. Dann gehen wir mal schnell hier runter. Machen alles aus. Hier, Anker werfen. Schnell Motoren aus. So. So, haben wir hier noch was? Zum ja. Benötigt Biokraftstoff. Müssten wir oben irgendwo haben. So, wie sieht's hier aus? Hier haben wir wieder Farbe. Ob das fertig ist. Hier ist soweit fertig. Das da ist der Eingang. Alles klar. Jetzt ist die Frage, wie lange werden wir da drin verbringen müssen? Weil das ist schon riesig, finde ich. So. Planke drauf. Da müssen wir das hier noch fertig machen. So. Auch noch eben schnell was trinken. So. Machen wir vielleicht hier noch mal mit Wasser voll. Weg. Dann würde ich den Rest auch eben einmal einlagern. So, hier kann dann erstmal oder Holz rein. Komm, dann packen wir auch erstmal hier hin. Hier hatten wir, ne, nicht hier, sondern hier das Rohmaterial. Und hier die schwarze Farbe. Pinsel kann hier rein. Das werden wir wahrscheinlich hier lassen müssen. Das hier werden wir hier lassen müssen. Wo waren die Waffen? Steinpfeile. Metallsperr. Ja, das packen wir mal da hin. Das packen wir mal hier hin. Den Bogen lassen wir hier. Also nehmen wir mit. Biokraft. Ach, die Farbe. Die müssen wir eben umsetzen. Genauso wie das hier. Dann ist das hier nur rein Werkzeug. Das können wir auch mal wegpacken. Okay, wo hatten wir Farben getan gehabt? Hier. Machen wir das dahin und das hier hin. Komm, wir tauschen das mal so. Da kommt hier die rote Farbe hin. Und dann kann hier das erstmal ruhig hin. Obwohl, warte mal, die Heilsalbe nehmen wir vielleicht mal mit. So, hier müsste auch schon fertig sein. Dann hier gegartes Fleisch nehmen wir mit. Ui, da war ein Ruckler. Den, glaube ich, brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber nehmen wir trotzdem erstmal mit. Okay, ist eine riesige Kugel. Bruce, nein.
Okay, Bruce steckt da fest. Okay, Bruce, nein. Ist Bruce hier durchgekommen? Ich sehe Bruce nicht mehr. So, können wir aufmachen? Ja, wir können hier aufmachen. Okay, hier sind gut animierte Kakerlaken. Elevators, Surface Access, Plantation. Da geht's Storage Area, Generator und Cafeteria. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, wir können nur da lang. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt so schnell in Tangaroa ankommen. Okay. Cafeteria geht's da lang. Und Storage Area und Generator da lang. Fangen erstmal mit der Cafeteria an. Okay, bisher sind hier keine. Doch, hier. Da haben wir erst einen Gegner. So, den haben wir. Nochmal rohes Fleisch. Nice. Schönen Lurker hier. Erledigt. Aber ich hatte jetzt eher mehr erwartet. Vor allem auch Cafeteria hier unten und dann so einen riesen Umweg. Müsste der Weg zur Cafeteria nicht einfacher sein? Ah, okay, hier könnten wir auch nochmal zurück zu den Storage-Dingern und so weiter. So, erstmal gucken, sind hier Gegner? Da ist einer. Wieder zwei Lurker, okay. Okay, den Lurker haben wir. Ach, hallo, ich will... So. Ja, man Zettel. Hinweis. Captain Tully ordered us to push the engines to their limits. We're trying to outrun a fleet of rafts or something. It's going to overheat the reactor. I sent a message up the tower. Tully doesn't care. I hope you're faring better, Hanna. Much better. Ja, Kunststoff lassen wir erstmal hier rumliegen. Oder Schrott nehmen wir mit. Ist der Lurker. Gehen aber erstmal hier rein. Was ist denn das da? Teil eines Generators aufnehmen. Okay. Questgegenstand. Nice. Noch mehr Schrott und noch ein Lurker. Okay, mit Speer geht deutlich einfacher. Aber wir brauchen bessere Speer oder noch mehr. So, wo kommen wir hier an? Da ist noch ein Teil eines Generators, aber ich gehe noch mal kurz zurück. Weil wenn wir an dem Lurker hier vorbeigehen... Okay. Autsch. Okay, das ist so ein Springender. Okay, dann gehen wir mal hier rum. Da ist noch mehr. Ah, okay, wir kamen gerade von da raus. Irgendwie, irgendwo, hier. Wir gehen erstmal da rum, wo der eine andere Lurker war. Und dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Da haben wir den.
Okay. Was der aber auch für einen riesen Schwanz hat. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich da retten kann mit der Aussage. Oh, es wird dunkel. Von der anderen Seite verschlossen. Den können wir benutzen, aber ich guck mal hier. Ah, okay. Wir wären so oder so hier irgendwann hingekommen. So, wo? Oh, danke. Nehmen wir mit. Und Teil des Generators, okay. Nee, hier. Müssen wir mal gucken. Drei Teile eines Generators haben wir. Okay, mal schauen, wo es hier hingeht. Ja, ich will hier hoch. So. Was haben wir hier? Gegenstand aufnehmen. Gegarte Kartoffel. Erdbeerkolode. Nice. Haben wir hier nochmal zwei. Gegarte Rübe und gegarte Kartoffel. Und hier auch nochmal zwei. Kokosnuss hin. Boah, geil. Und noch eine gegarte Rübe. Nice. Ich gehe mal von aus, dass die Dinger hier. Ja, hier sehe ich schon mal. Da ist offen, da ist offen. Wir müssen uns einen Weg irgendwie machen. Die Frage ist nur, wie machen wir das dann? So. Voilà. Ich gehe mal von aus, dass das so in der Art gemacht werden muss. Das könnte sehr kompliziert werden. Ziehen wir den schon mal dahin. Ja, jetzt erstmal überlegen, wie machen wir weiter? Das Ding muss auf jeden Fall da weg. Hierhin. Machen wir vielleicht erstmal so. Können wir da ran? In dem da? Ja, das sieht so aus, als könnten wir da hin.
dann ist das schon mal offen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an dem da? Ich habe da eine Idee, wird ein bisschen länger gleich sein, aber... nee, so. Kurz überlegen. Schade, dass man die nicht anders drehen kann. Ne, noch eins weiter. So. Weg. So, der kann dann hier hin. Ah, warte, ich habe da eine Idee. Nee. Er muss einmal ganz kurz so an die Seite. Dann müssen wir den einmal kurz hier hinsetzen. So, der hier hin. Ne, den kommen wir nicht weiter. Den packen wir erstmal dahin. Der hier hin. Den dahin. Kurz überlegen. Vielleicht packen wir den doch erstmal hier hin. So, ah, können wir nicht weiter? Dann den dahin. Der kommt nach oben. Ja. Genau, und dann kommt der hier hin, der kommt da runter. Und so. So, dann haben wir hier schon mal einen Weg nach hier hin. Ich hoffe, das reicht aus, damit wir da rein können, was auch immer da sein soll. Dann ist die Frage, nee, ich glaube, das wird nicht reichen. Packen wir mal hier hin. Hoppala. Das ist eins zu weit. So. Den müssten wir hier hinkriegen.
Okay, das haben wir schon mal. Aber ich glaube, das hier wird so nicht reichen. Aber wir können schon mal dahin. Gucken wir mal. Okay, immerhin. Doch, das hat gereicht. Das hat gereicht. Titanerz? Nice. Alter, wie viel Titanerz hier ist. Eine Machete! Wir haben wieder eine Machete. Jo, aber Inventar ist voll. Aber wir haben ordentlich Hunger und Durst. So, dann gönnen wir uns noch Suppe. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz. Und was haben wir hier? The engines are done. People upstairs are upset about the extreme rationing. Now we're at the mercy of the waves. And those rafts on the horizon are coming closer by the hour. I'm sealing up the reactor now. I don't care what Captain Tully says. I really could use these rafts. So, den haben wir. Wir müssen aber gleich wahrscheinlich nochmal kurz zurück unser Inventar mal leer machen. So. Okay, hier geht's nicht weiter. Nur dahin. Jo. Okay, auf einmal ist hier offen. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, wohin. Ah, okay. Plantation geht hier wahrscheinlich. So, okay, dann wo? Wo kommen wir jetzt zurück? Hier ist ja jetzt alles unter Wasser. So, Schrott, Schrott. Noch ein Hinweis. Upstairs. After the captain opened fire on the rafters, a damn riot broke out. Some supported Tully's orders, others really did not. A smaller raft made its way into the water entrance. But there was only a kid on board. His parents were sick, I think. Poor boy isn't saying much. Tangaro is a lost cause. We're getting out of here. Ah, okay, hier sieht. Ah, wir sind hier wieder. Okay, also hier unten haben. Da unten haben wir alles versenkt, sag ich jetzt mal. Aber ich suche jetzt eben ganz schnell einen Weg zu unserem Schiff. Müsste hier sein, glaube ich, oder? Loading Bay, genau. Dann können wir eben unseren ganzen Stuff abladen. Ja, danke, Bruce. Wo können wir das alles abladen nochmal? Hier. Alles, was wir hier haben, dahin. Hiervon alles hier. Ach, wir haben hier keine Titanerze. Dann machen wir das mal so. Das kann hier rein. Das muss auch noch hier rein. Den Bauplan. Das Wasserrohr packen wir auch erstmal hier rein. Ich glaube, den Haken brauchen wir gar nicht. Ja. So,
So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir weiter in Tangaroa rein. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!